Die lässt sich nicht verscheuchen. Na gut, okay. Tokorode, omae tachi no fune da ga na. Are mo nakama ga norikonde kaimon yousai o nuketa. Uchi no tansakusen toshite tsukawasete morau zo. Suki ni shite. Katte ni notte kita mono da shi. Tansakusen te? Tansakusen no tantou wa Benwick da. Aits kara setsumei o kiite kure. So, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe hier ja noch relativ viel Mist bekommen, ne? Da war nichts Neues dabei. Was habe ich denn nochmal alles? Ach, Arzt hatte ich bekommen. Da, das war das. Okay. Knochenbrecher. Da. Blitzschritt war neu. Ich glaube, die Windlanze war neu. Zehrende Klaue, blaues Entfernen. Ah, okay. Das sind die, die ich. Okay. Was bist du? Eine Katze. Schlitzstoß, Platzen, noch ein Spielchen. Chamberlain spielen, Schnellschlag spielen. Ja, Charakter, Mühen, Charakter, ich soll welche spielen Stufe 1. Ikuayo! Sokoyo! Sokodoke! Kokade Kuho, Zetsu, Kuho, Zetsu! Okay. Yare, yare, ne? Ikuayo! Kokade Kuho, Zetsu, Zogenkaku! Sokoyo! Sono Tedo de! Das ist mir gereicht, schon wieder nicht. Ja. Ikuayo! Sokoyo! Sokodoke! Sokoyo! Sugi! Yare, yare, ne? Wird aber schneller. Okay. Alles klar. Also Minigames nochmal, die man machen kann. Mich jetzt allerdings nicht so interessieren.風も潮も絶好なのに船を出せないなんて。なんでだ？出港すればいいだろ。いいわけあるか。清涼の公開許可が降りてないんだから。許可がいるのか。国は船舶の航路と出入港を厳しく統制している。まるで海を平野門で閉ざすようにな。なるほど。ミッドガン島王国は複数の大地、領で成り立ってる。そして領を行き来する方法は船しかない。船を抑えれば人や物情報の流れを全部管理できるってことか。その通り。事実、奴らはボーティガンなんてものまで作り上がった。不自由だが必要なことだ。海にだってゴーマは出る。そしてゴーマに対抗できるのは大魔師様だけなんだから。だとしても気に入らねえな。風と潮以外に Okay. Ja, eine Kiri-Ansammlung. Gibt's nichts zu holen anscheinend. Mit einem schönen Ausblick aufs Meer hier von der Seite. Frage ist auch, sind das normale Wohnhäuser oder ist das hier irgendwie so ein... Das sind wahrscheinlich Lagerhäuser oder sowas, gehe ich mal von aus, so wie das meistens an Häfen so der Fall war. War, ist, was auch immer. Oh, das ist eine Katztruhe. F
75, ja, Goffert. Ich hab ja mir jetzt genug. Okay, die Katze hat mir nichts gegeben. War aber auch nicht zu erwarten, wenn ich ehrlich bin. Bei dem Leuchtturm gibt es doch bestimmt noch irgendwas. Oder auch nicht, wenn man nicht zum Leuchtturm hinkommt. Truhe nehmen wir natürlich mit. Übernachten müssen wir nicht. Verkaufen wir erstmal ein bisschen was hier. Alles, was über 100 gibt, wird erstmal so in den Verkaufsbereich mit reingeballert. So, nötige Dolche noch. Zack. So. Ein Ring geht auch nochmal über 100. Gut. So, zerlegen. Die Bernsteinklinge. Das Bernsteinpapier. So. Gut, I guess that's it. Dann machen wir noch aufwerten. Schade. Oh, ich habe keine Bronzeklumpen mehr. Das ist natürlich ärgerlich. Velvet bekommt nochmal hier die Weste aufgewertet. Und dann nochmal Verteidigung plus. Perfekt. So. Gut. Was hast du denn Schönes zum Kaufen, Gensch? Kalazitpapier. Davon sollte ich vielleicht mal ein paar mitnehmen, bin ich ehrlich. Vielleicht jetzt nicht gleich so viel, aber so. Trank des Lebens voll. Ah, Heilmittel kann ich schauen, wenn ich davon ein bisschen was dabei habe. Heiliger Trank, blablabla. Kalazitpapier gibt ihm halt zwar mehr Schaden. Und nimmt aber, also gibt ihm mehr normalen Schaden, nimmt ihm aber davon. Nee. Bernsteinarmreif, weniger Angriff. Kalazitdolche. Oh fuck, Alter, viel weniger Angriff. Holy shit. Kalazitalisman. Kalazitbeutel, Bernsteinanhänger. Ach, da unten. Nehmen wir einmal mit. Kalazitagesmann. Uha, okay. Den Bernsteinbeutel nehme ich auch mit. Den kann man noch einmal mitnehmen. Da kommt nämlich wieder mehr Genauigkeit. Feuerring. Kalazitstiefel, Kampfstiefel. Können nochmal Kalazitstiefel, Kampfstiefel mit irgendwas drauf. Kalazitstiefel. I guess. That's it. Ausrüstung. Wir hatten gekauft für ihn den anderen Wasserring. Warte.
Hier noch eine Tasche, ne? Genau, die Bernsteintasche. Wer wird nichts? Hier war noch irgendwas. Ah ja, den anderen Bernsteinanhänger, genau. Die Armbänder sind halt krass im Ü, wie viel Damage drauf. Zumindest bin ich. Achso, da unten bin ich. Ganz kurz mal aus dem Auge verloren auf der Minimap. Da ist noch eine silberne Truhe. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Lol, eine Kalazitklinge. Erstmal ist sie grottenhässlich und ist auch noch übel schlecht. 10% Schaden gegen betäubte Gegnererfahrung und. Na gut, die ist halt, aber die Bernsteinklinge ist halt auch schon auf Level 3, ne? Also auf Aufwertungsstufe 3. Art Angriff plus. Aber ich brauche mit ihr kaum. Ah, doch, warte mal, doch. Alles, was mit Magie zu tun hat, ist ja Art Angriff, ne? Glaube ich. Also. Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Aktive Fähigkeiten. Ich mach mal Folgendes. Ich werte mal die. Kann ich nicht aufwerten, weil ich keine Kalazit-Fragmente habe. Dann behalte ich sie erstmal. Beziehungsweise ich hätte sie verkaufen können. Oder zerstören können und ich wahrscheinlich Kalazit-Fragmente bekommen. Ja, lass mich durch. どこかの沖に極悪に閉じ込めた監獄島があるって聞いたけど信じられないよな。本当よ。そこにはゴーマが大量に捕まってるって噂で。事実だの。脱出できた者は一人もいないって話だけど。それは嘘じゃな。現にわしらはここにおるし。まさかお前たちは。余計なことを話すな。さもないと。 監獄島の囚人よりひどい目に遭うぞ。あ、はい。僕は何も見てません。 Ah, schön. So, okay. Also weiter bis zu der Kette vorne am Leuchtturm kommen wir eh nicht. ご存知ですか。マーカス海賊団が王国海軍に討伐されたそうです。とうとうマーカスまでやられたか。これで王国を震え上がらせた四大海賊団もアイフリード海賊団を残すのみですな。海賊なんて腐るほどいるでしょ。こそこそと民間の小船を襲うような小物はね。でも海軍に喧嘩を売ってしかも勝てる海賊などもうアイフリード海賊団しかいません。 つまり今海を自由に渡れる船はヴァンエルティア号くらいのものってことか。商人のくせにやけに海賊の肩を持つのね。こいつは悪徳商人だが利だけで動くわけじゃない。単に利を求めるなら俺たちを売った方が儲かる。でもそれじゃつまらないでしょう。逆目に張って儲けてこそ商売は面白い。<笑>妙な奴だな。 だからアイフリードはこいつをボラードに選んだんだ。こんな人間もいるのね。なあ、カニの凄さって知ってるか？知ってる。焼いてうまい、鍋でうまい、カニ味噌もうまい。実は足は5つ1本ある。まあまあだね。だが本当の凄さはあの驚異的な再生能力にある。 カニは敵に襲われたりすると自分で手足を切って逃げることができるんだ。自説って言うんだよね。さらにしばらくすると手足が切れたとこから同じようにまた手足が生えてくるんだよ。マジか。じゃあたくさんカニを飼育して脅かして手足を自説させれば。そうなんだよ兄弟。収穫し放題ってわけよ。これはまだ誰も目をつけてないぜ。
なるほど。トカゲの尻尾だけだと思っていたが、カニの手足も再生するんだな。トカゲ、ダイルの尻尾も再生するかな。切って売ったら儲かるかもしれんぞ。え、美味しいの？それは知らん。そんなわけないでしょ。Das ist ein sehr... Oh, eine Denova-Flasche. Ein sehr, sehr komisches Gespräch, was sie da gerade geführt haben. Das ist halt auch ein riesiges Schiff, ne?